you take me 'cause you know. I guess you wish I'd be before you. I'm gonna make it Lord, I'm gonna be in your world. I don't get tall, maybe thank me because you're Lord. Cause you wish I'd be for you, you can have a shape of love. Now call me one kind of Samson, call me one kind of Jane. Love's got the cut done, she wants me that game. I tell you it's something for you. Thank you.
Hot Dog. Recht herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, dass ihr euch so eine Ohrreinigung am frühen Morgen über euch ergehen lasst. Und der Grund für unser Pausenkonzert sind die Harmonica Masters. Ja. Und den Frank, den kenne ich aus der Schule, sind in der Tat fast 50 Jahre her. Also, sieht man mir nicht an, ihm schon. Ja, und der Dietmar, der stand als 14-Jähriger eines Tages an der Pforte der Musikschule in Wesel. Ich will Schlagzeug lernen. So stand er da, ohne Mutter. Ne? Ja, und das ist fast 35 Jahre her und ich finde, da ist ihm echt gelungen. Ne? Hat er glatt gelernt. Auftrag erfüllt. Ja, und jetzt von der Vorgruppe zur Hauptband. Die besteht aus dem Frank Schmidt ganz alleine. Und zwar mit Don't Think Twice, It's Alright von Bob Dylan. Da fragt euch, warum? Ja, wegen dem Literaturnobelpreis. Ich habe extra nochmal hier tagaktuell, also die Tageszeitung Trossinger Nachrichten mitgebracht, habt ihr gesehen hier. Da steht ja Bob Dylan groß drin, warum, wieso der gewonnen hat und so weiter. Und ein Problem ist, der Bob Dylan, der war schon immer sehr sparsam gewesen. Ja, er hat sich zum Beispiel von seiner Oma eine Honor Blues Harp schenken lassen, anstatt Beispiel eine Marine Band Deluxe. Ja, dann hat er immer schon gerne Gitarre ohne Strom gespielt. Also immer sehr sparsam gewesen, hat keinen Friseur oder keinen guten gehabt. Er hat auch ganz selten Tabak geraucht, ne? Also immer nur Gras. Immer nur eine Prepaid-Karte von Aldi Talk besessen. Ja, und das war das Problem, ne? Die Karte war leer. Ja, der Bob Dylan konnte gar nicht in Schweden anrufen und sich bedanken. War unmöglich, ging nicht. Ja, er musste erstmal auf Facebook so eine Crowdfunding-Aktion starten. Also es war, ich ließ das ja hier ab. Ja, zum Auffüllen der Telefonkarte. Ja, und da habe ich gesagt, sag mal, Herr Frankie, in der Zeit hast du das Lied doch locker gelernt. Ne? Und der Frank hat sich dann da mit dem Stück beschäftigt, um das halt eben stellvertretend in Schweden den Preis abzuholen, falls der Dylan sich die Reisen nicht leisten kann. Ne? Und aus dem Grund sage ich jetzt, Frank Schut, ja, müssen wir jetzt auch noch umbauen. Don't think twice, it's alright. Viel Spaß beim Zuhören. Ich kann euch versprechen, es wird leiser. Thank you.
and turning on your light, babe. Out on the dark side of the room. Said I wish there was something you would do or say. Trying to make my child mine stay. We never did too much, talking anyway. Nothing twice, it's alright. Thank you.